dann zu einer neuen Folge von Weidejag, dem mit der Jags aus Mittelfranken. Ja, wir machen das zweite Heu. Es ist jetzt doch noch mal ein bisschen das Schönwetter angesagt. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den 10. August. Ja, mal schauen, wie es trocknet. Optimal wird es nicht. Plus so Mitte 20 Grad haben bewirkt, aber kein Regen. Schauen wir mal, was ist. Ich habe jetzt auch ein paar schattige Stellen. Aber das wird schon. Ich bin jetzt auch gerade eigentlich auf der schönsten Fläche mit. Da nehme ich euch dann gleich nochmal in der Frontperspektive mit. Auf dem VMP-Feld, wo die wunderschönen Blumen, Kräuter und so weiter stehen. Natürlich perfekt mit dem Heu. Da kann das abtrocknen, aussamen und dann wird das schon. Aber da steht jetzt schon echt ein Riesenhaufen, weil wir da ja dieses Jahr noch gar nichts gemacht haben. Auf den anderen Flächen, die ich angesehen habe, haben wir ja gemulcht. Zwischendurch mal, das habe ich hier natürlich nicht gemacht, weil nicht das Zeug ja wachsen soll. Und das hätte es bestimmt nicht, wenn ich gemulcht hätte. Ja? Dann wäre es zuvor schon vorbei gewesen. Ja, zu unserem Moggi. Moggi lebt noch, Moggi geht's gut. Ich glaube, die haben sie jetzt echt gefunden. Mama und Tochter. Das läuft jetzt echt super. Die trinkt jetzt selbstständig. Ich filme es immer noch, damit ich es auch wirklich nachvollziehen kann. Ja, passt. Also ich glaube, das wird. Schauen wir mal, wie lange wir es jetzt noch eingesperrt lassen, damit sie das auch weiterhin tun. Ja, dass ich dann auch noch anfreunden, wenn sie quasi nicht mehr zusammen eingesperrt sind. Ja, und jetzt mähe ich mal. Da schaue ich also wieder ab, ein bisschen aus den schattigen Stellen das rausranke. Und dann morgen mal wenden. Jetzt haben wir Dienstag. Ich hoffe dann mal, dass wir Samstag bzw. Sonntag pressen können. Und dann haben wir das schon wieder. Da will ich dann im Nachhinein auch noch mal nachsehen auf den ganzen Flächen, Striegel und Streuer. Und dann schauen wir weiter. Das Präparate-Video, ich habe hier auf den ganzen Flächen Präparate ausgebracht zum Abreifen in Hornkiesel. Ich habe es ja im letzten Video schon gesagt und ich weiß jetzt nicht, was das für ein Video wird. Entweder ihr seht es dann mit den Präparaten danach oder noch vor dem Heuer mal gucken, wie das dann alles zusammenpasst. Also, ich nehme jetzt wegen mit, viel Spaß. Miteinander. Dann schauen wir mal nach unserer kleinen Dame. Und siehe da. Schauen wir mal her, Frau Nachbarin. Schauen wir drüber über den Hügel. Da ist sie ausgebrochen, die kleine. Hä? Komm mal her. Hey! Kiri! Kiri. Komm her. Komm her zu mir. Hm?
Hey! Na du! Ja! Komm her! Du Schöne, du! Du bist ein schönes Mokmok. Dann fangen wir dich mal wieder ein. Und dann dich wieder rein. Kiri, komm her. Kann man da mal drauf rein, Bastian? Auf dem Ding? Da traue ich mich. Das kannst du bei deiner Katze zuerst einmal probieren und wenn das funktioniert, dann kannst du auf ihr rein. Komm mal her. Komm mal her, Kiri. Kiri. Sollen wir erst einmal Geschäftchen machen, hä? Ehrlich, ja? Schöner geht's nicht. Tiere auf der Weide, Sonnenuntergang, endlich wieder schönes Wetter. Wir haben gestern gemäht, wie gesagt. Heute habe ich jetzt mal das erste Mal gewendet. Ja, liegt eine riesen Masse da. Das ist echt krass. Bin gespannt, ob das jetzt abtrocknet. Es ist gutes Heuwetter, aber optimales. Und das Problem oder das Ding ist halt, der Boden ist ja noch so saunass. Also es ist nicht nur der Tau morgens und abends, wo die Feuchtigkeit, die da drauf liegt, sondern halt auch, dass der Boden noch so gesättigt ist von Feuchtigkeit. Ja, die Kleine haben wir wieder eingefangen. Und da liegt sie nun. Die kleine Mokmok. Hey, du. Ja? Die mir streiten? Ist okay, Martina ist okay. Ja? Mein kleiner Mock. Ist okay, Martina. Tja, liebe Martina wird auch entspannter. Morgen dürft ihr raus, meine Große. Dann könnt ihr wieder auf die Weide. Ich misst jetzt nochmal ein. Und dann kümmere ich mich noch, nehme ich auch noch mit Heubänder und ein bisschen was reparieren. Ja, keine Ahnung, ob ich mitnehme. So spannend ist es nicht. Zinken wechseln. Also, habe ich die. Servus. Ja, jetzt ist schon ein paar Tage vergangen. Letzte Aufnahme war, glaube ich, Mähen, genau. Wir haben unseren letzten Schnitt oder zweiten Schnitt, Heuschnitt gemacht. Ich zeige schon zu viel. Unseren zweiten Heuschnitt gemacht. Unser Grummet, das hat tatsächlich auf den Punkt funktioniert. Wir haben gemäht, das war lang gelegen. Ich habe Montag gemäht, Dienstag gemäht und Sonntag haben wir es dann erpresst. Und den letzten Ballen haben wir aufgeladen und dann hat es das Regnen angefangen. Und den haben wir hier, oder die haben wir hier in unserer Halle drin. Haben 28 Ballen oder so, glaube ich, gemacht. Das war ordentlich jetzt für die, das waren es 3,5 oder 4 Hektar, ja bloß. Das hat passt, aber wirklich mit dem letzten Regentropfen hat es funktioniert. Jo, dann gab es eine kleine Pause. Wir haben
kleines, riesengroßes, freudiges Ereignis zu Hause gehabt, das im Moment etwas Zeit und Schlaf nachts kostet. Ja, deshalb war es jetzt ein bisschen, konnte ich jetzt vom Wenden und vom Pressen und von dem allem gar nichts zeigen. Aber die Ballen sind fertig. Und dann kam wieder der Regen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, wenn hier scheiß Wetter ist, ne, dann bauen wir ein kleines Halsche hier nebenan. Zum das gleiche machen wir hier quasi nochmal hin. Ich glaube, das sind so 13 auf 7, 13 auf 8 Meter. In drei schönen kleinen Hallen. Oder ja, abgetrennt. Und dann können wir unser Heu lagern, können wir die Maschinen lagern. Also das wird dann alles toll. Das ist jetzt in 2 Tagen entstanden. Echt schön. Habe also alles auch selber gesägt worden. Haben wir damals mit unserem Unterstand mit dem Holz aufsägen lassen. Passt echt super. Einfache, simple Konstruktion, die funktioniert. Ich habe jetzt weniger, ich habe heute ein bisschen mitgeholfen. Eigentlich macht es mein Papa mit dem Zimmerer. Der hilft mit. Und hier steht er, ich muss eigentlich immer hingucken. Da läuft mir schon was zusammen. Ich will schon immer einen Hoflader und jetzt steht hier sogar ein Teleskoplader. Das ist ein Bombengerät hier. Also das ist geil, aber es gehört mir nicht und ich werde es auch nicht kriegen. Das nimmt der Zimmerer dann wieder mit. Tolles Ding, toller Lader. Ja, und das ist dann eigentlich so die Woche gewesen. Kiri geht es mega gut. Da mal kurz das Update, die stehen gerade unten. Und ja, denen geht es prima. Die fühlen sich wohl, sind auf der Weide. Kiri trinkt auch auf der Weide. Sehr, sehr gut. Ja, was steht jetzt noch an? Morgen die Halle noch decken. Und dann machen wir das Gleiche, wenn der Teleskoplader schon da ist, auf einer anderen Halle. Da waren Ethernetplatten drauf. Die haben wir jetzt abgerissen die letzten Tage. Runtergerissen, verräumt in Säcke und bringen sie jetzt dann noch zum Wertstoffhof. Das ist morgen dran, die andere, also diese Halle noch zu decken, die andere Halle zu decken. Und ich habe auch noch meine Vormittagsaufgabe. Ich habe jetzt aber hier im Wetter nicht machen können. Steht hier hinter dem Hackschnitzelhaufen. Kleinen Streuer vorne dran. Großen Striegel hinten dran, 9 Meter. Und dann werden diese Wiesen, also alles, was wir jetzt eigentlich neu angesät haben, werde ich morgen nachsehen. Ganz einfach aus dem Grund, es ist jetzt hier gar nicht so krass, weil hier der Aufwuchs echt sehr, sehr gut war. Aber ich habe halt eigentlich überall meine Sähreihen natürlich und dazwischen habe ich wenig Bewuchs, das heißt die Narbe ist jetzt noch nicht so toll und das merke ich halt vor allem auf den Weideflächen und das hier wird der Weidefläche, da oben das haben wir nochmal umgeackert, auch die Woche, das war vor dem Untergrund nicht schön, Fehler des letzten Herbst, da habe ich schnell machen wollen, habe aber den Untergrund vor der Saat nicht gut vorbereitet und jetzt beim Mähen hast du das ein wenig extrem gemerkt, da kannst du eigentlich gar nicht fahren. Weil das hobbert, also da ja, kannst du mit 5 km/h fahren und da wirst du nicht glücklich. Ja, das heißt, das da oben werden wir nochmal neu ansehen und dann habe ich noch 3 bis 4 Hektar zum Nachsäen mit dem Striegel von streuenden Striegel. Passt perfekt, jetzt hat es mir 2 Tage ein bisschen abtrocknet, das heißt, ich kann schön auf die Fläche drauf und morgen ist Samstag und am Sonntag kann es dann, da soll es wieder regnen. Und dann hoffe ich, dass ich euch jetzt dann morgen zeige ich euch, nehme ich ein bisschen mit aufs Nachsäen. Dann machen wir hier noch das Dach drauf. Vielleicht zeige ich unten vom Dach auch nochmal was. Und dann war es das schon wieder für die Woche. Ne? Versprochen, die Präparate kommen noch, Kompostpräparate auf meinem Mistkompost. Aber das dauert noch ein bisschen. Das ist gerade alles ein bisschen viel. Also, morgen geht's weiter. Morgen. So, Tag später. Samstag ist. Hier oben ist jetzt das Dach, das wollte ich euch ja noch zeigen. Das ist die Maschinenhalle, da stand früher der Mähdrescher drin. Und da haben wir jetzt die ganzen Ethernitplatten entfernt. Das waren hauptsächlich Bruchstücke, also keine ganzen Platten mehr. Und da werden wir dann heute auch nochmal die Platten hochheben, solange der Teleskoplader da ist. So, jetzt geht es aber darum. Ich habe jetzt schon mal den Streuer befüllt. Wir haben hier eine Mischung aus Weidelgras, Weißklee und Festololium. Das ist eine Kreuzung aus Wiesenschwingel und Weidelgras, glaube ich. Genau, die haben wir jetzt mal rein.
Im Grunde ist es aber relativ simpel. Streuer. Ich muss dann nur noch die Intensität irgendwie einstellen, dass ich auf 9 Meter komme. Und dann soll es klappen. Da sieht man es jetzt nochmal gut. Ich habe hier überall die Sägassen noch drin. Und dass das jetzt sich schneller halt einfach ein bisschen aussät oder verdichtet die Grasnarbe. Machen wir das jetzt. Kleines Experiment. Wem es jetzt vielleicht seit diesem Cut jetzt auffällt. Ich habe jetzt mal, vielleicht ist der Ton ein bisschen anders, vielleicht hört man den Wind ein bisschen mehr. Aber ich habe mit so einem Media-Mod gefilmt. Nehme ich jetzt mal weg, weil das Ding ist, dass sich der Ton immer sehr stark verändert hat, wenn ich jetzt auf mich filme und wenn ich wegfilme. Dann war der Ton immer irgendwie anders, also meine Stimme war leiser. Deshalb mal gucken, wie es jetzt ist. Ja, ich habe jetzt schon die ersten Meter geschafft. Das läuft so lala. Also ich habe zuerst mit den Einstellungen hinten von den Zinken, dass das passt. Dann habe ich jetzt verdammt viel Gras. Man sieht es da oben ein bisschen, was halt einfach noch vom Heu übrig ist, mitgezogen. Dann habe ich noch ein bisschen was verbogen. Da hat die Menge vom Streuer nicht gestimmt. Ja. Aber es wird schon da landen, wo es landen soll. Und das nächste Mal, ich schaue jetzt mal, wie es aufgeht, aber das nächste Mal, glaube ich, probiere ich das mal mit einfach einer Walze hinten dran. Ob das nicht mit einer Steinwalze, das nicht vielleicht auch geht. Also, dann probieren wir es mal aus. Kilo, glaube ich, sind wir jetzt los. Ja, jetzt wird schon so hingehauen haben. Also ich muss mal echt mal aufs Ergebnis schauen. Das ist halt so. Das ist so in der Landwirtschaft, dass man da aufs Ergebnis schaut, ob es was geworden ist oder nicht. Mein jetziges Gefühl sagt okay, aber nicht optimal. Weil einfach noch so viel Aufwuchs oder so viel Heu vom letzten Mal da lag, das ich mit dem Stiegel eigentlich nur zusammengekehrt habe, was einmal ein gutes Futter für den Wurm ist, was ich jetzt weg habe. Und ich weiß auch nicht, ob da welches Saatgut wirklich so eingearbeitet wird mit dem Stiegel, wie es soll. Andere Idee wäre im Frühjahr mit der Wiesenschleppe das Ganze zu machen. Oder einfach nach dem Schnitt nicht mit dem Striegel, sondern mit der Walze. Aber ja, das Ergebnis warten wir ab. Die wichtigen Flächen, die Weideflächen, glaube ich, hat es gut erwischt. Und ich werde sowieso, wenn ich nochmal Grünland ansehe, gleich beim Walzen, nachdem ich gesät habe, den Streuer fahren mit drin. Da kann ich so angreifen. So, dann sind wir damit fertig. Dann machen wir mal das Dach aufs Dach. Die Dachplatten aufs Dach.
Feierabend. Wir sind fertig. Wiesen, sieht man es da? Sieht man die Schleppspuren? Wiesen sind fertig. Lasst es bleiben, das mache ich nicht mehr. Herbst nach dem Schnitt. Wiesen nachsehen. Mal schauen, was das Ergebnis bringt. Aber ja, wird schon was aufgehen. Aber ich glaube, die Kosten des Saatguts sind nicht effektiv genutzt. Mal im Frühjahr mit der Schleppe dran oder was weiß ich, mit der Walze hinten dran. Aber das mit dem Stiel, das hat es nicht. Das war nicht die beste Idee. Sollte ich nicht mehr machen. Ja, damit sind wir aufwendig. Dach ist drauf. Kleine Johnny ist schon drin. Ja. Jetzt werden die Seitenwände werden noch verkleidet. Dazwischen haben wir dann auch Platz. Also das wird natürlich nicht überdacht. Da haben wir dann auch Platz, irgendwas hinzustellen. Ich würde hier oben gern irgendwo mal meinen Platz zum Rühren haben. Vielleicht machen wir den hier dazwischen irgendwie rein, dass ich Podest reinbaue. Weil man soll Präparate ja mit guter Stimmung und gutem Umfeld rühren. Und was gibt es Schöneres als den Blick darunter in die Weite, auf die Weide. Weide. Ja, deswegen, da wird vielleicht noch ein bisschen was entstehen. Aber das machen wir noch zu. Und dann kommt, ist ja der Plan, also hier kommt Heu mit rein. Diese beiden Hallen sind ja, die sind ja abgetrennt hier. Und auch innen mit Holz verkleidet, weil hier kommen werden immer die Hackschnitzel und da gleich reingehäckselt. Und jetzt steht jetzt provisorisches Heu quasi da drin, weil, ja, weil wir noch keine andere Halle hatten, aber es kommt dann darüber. Das Problem ist, es ist hier oben nicht zu. Das heißt, die Halle kannst du voll vergessen, wenn gehäckselt wird, dann ist ja da drin Staubparty. Genau, unten, das haben wir auch noch auf die Schnelle gemacht, das Dach, das zeige ich irgendwann einmal. Von einer metrischen Halle, von einer Maschinenhalle. Aber das ist noch nicht hundertprozentig fertig. Aber die Platten, die unser Teleskoplader hochheben konnte, sind drauf. Und dann war es das jetzt bin ich platt. Das ist Wochenende, dann ist Sonntag und ich mache mal gar nichts. Da oben wird immer noch gewerkelt. Mein Papa macht die Platten noch fest. Noch die letzten. Und dann war es das für diese Woche. Wenn es euch mal wieder gefallen hat, lasst einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert über alles Neue. Und kommentiert, stellt Fragen. Wir sind offen für alles und gerne auch für Tipps, wie man alles ein bisschen besser machen kann. Also Leute, habt eine schöne Woche. Ciao.